Leute. So, ganz kurz, ich muss noch mal kurz was wegräumen. Es ist Montag bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich fühle mich heute schon, als wäre es Donnerstag. In der Arbeit ist die Hölle los. Wir haben keine Notbetreuung mehr, aber immer noch nicht ausreichend Personal. Ja, das haben wir gerne. Das macht Laune, das macht Spaß. Ja, ich war eben noch zu Hause einmal auf dem Laufband. Das macht genauso viel Laune. Aber ich bin immer stolz auf mich, wenn ich es gemacht habe. Wenn ich meinen Schweinehund überwunden habe und eine halbe Stunde mich bewegt habe. Ja, danach war ich noch für meinen Papa einkaufen und bei der Apotheke. Der ist ein bisschen kränklich heute. Merke, nie wieder montags nachmittags einkaufen gehen, weil gefühlt alle Leute machen dann ihren Wocheneinkauf. Ich mache ihn freitags, scheinbar machen ihn viele Leute montags. Wann macht ihr euren Wocheneinkauf? Oder macht ihr gar keinen, sondern geht immer bei Bedarf? Ja, auf jeden Fall habe ich für mich dann auch noch ein bisschen was eingekauft, weil ich war Freitag selber nicht einkaufen, sondern habe nur meiner Tante einen Zettel mitgegeben. Freitagmittag ging es mir nämlich auch nicht so gut, also ja, es fügt sich. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall erst nochmal wieder was für die nächsten Tage. Ein Paket habe ich auch noch abgegeben, das war ganz dringend. Und jetzt fahre ich nach Hause. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht nochmal kratzen muss. Es ist heute so eisekalt. Ich musste heute Morgen richtig lange kratzen. Heute Mittag zweimal kratzen. Und jetzt zum Glück geht es. Aber jetzt wird es auch gleich wieder dunkel. Also ich mache mir jetzt auf die Socken. So, heute mal in dem Vlog, nicht als extra Video, mache ich oder zeige ich euch den Inhalt der aktuellen Degusta-Box. Für alle, die jetzt nur die Vlogs gucken und nicht die Degusta-Box-Videos, die Degusta-Box wird mir jeden Monat zugeschickt, seit mittlerweile mehreren Jahren. Ich nenne sie immer liebevoll die Fressbox. Und Jan und ich freuen uns immer, wenn die ankommt und wir reingucken dürfen. Das sind immer, ich weiß gar nicht, so 10, 11 Sachen sind meistens drin, Produkte, die teilweise schon bekannt sind, vielleicht eine neue Sorte bekommen haben oder überarbeitet wurden oder einfach so drin sind. Es sind aber auch oft ganz neue Produkte mit drin und die kann man dann einfach testen. Diese Box kann man monatlich abonnieren und den Link dazu werde ich euch in die Infobox schreiben und auch einen Rabattcode. Ich habe nämlich einen Rabattcode über 50% für die erste Box. Also falls ihr das mal testen wollt für euch, lohnt sich das auf jeden Fall, diesen Code zu benutzen. Und ich finde, solche Boxen lohnen sich ganz besonders, entweder bei sehr probierfreudigen Menschen, die sehr viele Sachen mögen und immer gerne sich durch Neues durchprobieren. Aber zum Beispiel auch innerhalb einer größeren Familie, wo einfach verschiedene Geschmäcker sind und für jeden was dabei ist. So ist das bei uns. Also Jan und ich sind zwar nur zwei und wir mögen nicht immer alles, was in der Box ist, aber wir finden immer unsere Abnehmer, sei es jetzt in der Familie oder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und deswegen machen wir damit immer mehreren Leuten eine Freude und das ist doch auch was Schönes. Ja, die Lichtverhältnisse sind mal wieder so ein bisschen bescheiden, aber es ist halt leider auch schon wieder fast dunkel draußen, deswegen müssen wir jetzt damit leben. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Ja, diese Box hat auch immer eine Karte mit dabei, wo alle Produkte einmal aufgelistet sind. Auch wenn es von einem Produkt mehrere Sorten gibt, sind die auch aufgelistet. Aber es ist meistens nur eine Sorte pro Box drin. Das ist dann halt eine Überraschung, was in eurer Box drin ist. Manchmal sind aber tatsächlich auch mehrere Sachen von einer Sorte drin. Genau, ich gucke mal. Was als erstes drin ist, sind solche Bonbons von M. Eukal. Das sind die Immunstark Vitamin Shot Vitaminbonbons. Hört sich eigentlich ganz gut an. Also ich bin jetzt nicht so der größte Bonbon-Fan, aber so Vitaminbonbons, so mit, ich sehe da Orange, ich sehe da Granatapfel, das stelle ich mir auf jeden Fall ganz lecker vor. Und die haben noch verschiedene Vitamine enthalten. Und sind eben so gefüllt. Ihr könnt das hier vielleicht sehen. Genau, eben stelle ich mir jetzt vor, wie die nimmt zwei Bonbons. Die sind doch auch gefüllt, ne? Genau, also stelle ich mir auch vom Geschmack her so ein bisschen ähnlich vor. Ich glaube, die werde ich mit in die Arbeit nehmen, bei uns in den Schrank tun und dann darf sich da jeder mal bedienen. Als zweites habe ich hier was sehr Interessantes. Das werde ich jetzt gleich auch einmal probieren. Und zwar nennen die sich Fonzies. The Original, Mais-Snack mit Käse. Kenne ich persönlich nicht, also die Marke habe ich jetzt noch nie gesehen.
Gibt es seit, seit Anfang 2022 in Deutschland. Habe ich trotzdem noch nie gesehen. Aber ja gut, wenn es das erst seit Anfang des Jahres gibt, ist es wohl auch noch nicht so geläufig. Ja, schauen wir mal. Riecht sehr nach Käse. Und das sind solche wurmartigen Gebilde. Wow. Intensiv käsig auf jeden Fall. Sind so luftig, fluffig wie so. Ja, diese Puffreis-Dinger, aber ich würde sagen noch ein bisschen kompakter. Wahrscheinlich, weil die einfach kleiner und dünner sind. Aber kann man sich vorstellen wie diese Maisstangen oder diese Puffuletti-Maisdinger. Eigentlich ganz geil. Ja. Die sollte ich verstecken bei mir zu Hause. Dann sind die nämlich heute Abend weg. Und dann haben wir drin das hier. Das sind, glaube ich, zwei Stück, wenn ich das richtig fühle. Von der Marke Better. Peanut Butter Cups. Also das sind solche kleinen Schoko-Erdnuss. Törtchen, so kann man das vielleicht nennen. Pralinen mit so einer Erdnussfüllung, Erdnussbutterfüllung. Vegan, okay, ach so, deswegen wahrscheinlich Better. Verstehe. Jetzt habe ich diesen schönen, leckeren Käsegeschmack im Mund, aber euch zuliebe werde ich den mal probieren. Vegane Schokolade habe ich, glaube ich, bisher noch nie probiert. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel Gutes darüber gehört. Also so sehen die aus, komplett mit Schokolade umhüllt. Das ist eine relativ bittere Schokolade, aber die Schokolade finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde die Füllung extrem süß. Also die Schokolade ist sehr, sehr weich, die schmilzt sehr schnell auf der Zunge, aber irgendwie die Füllung, also schmeckt irgendwie nicht so nach typischer Erdnussbutter, also die kenne ich leckerer. Insgesamt nichts, was ich nachkaufen würde. Aber die Schokolade, wie gesagt, besser als erwartet. So, dann habe ich als nächstes etwas drin von Sirio. Das ist eine Marke, die ist öfter vertreten in der Degusta-Box. Meistens mit so, ja, Tomatenprodukten. Und hier haben wir Passata, also passierte Tomaten, so ein kleines Päckchen mit 200 Gramm. Genau. Sowas finde ich immer super gut, wenn das in der Box drin ist, weil das etwas ist, was wir wirklich sehr häufig zum Kochen benutzen, also für jegliche Gerichte mit so Tomatensoßen kann ich das verwenden und deswegen darf das immer gerne drin sein. Dann habe ich als nächstes ein Getränk, das finde ich auch auf jeden Fall ganz cool, dass das drin ist. Ich dachte erst, das ist so ein Energy Drink, weil es von Red Bull ist, aber nee, es ist Tonic Water. Und da gibt es gleich auch noch eine Sache, genau, die gut zum Tonic Water passt, und zwar Gin. Gin Tonic. Und hier ist auch so eine kleine Probegrößenflasche drin von der Marke Tanqueray. Kenne ich auch als Gin-Marke, also ich habe gerade auch eine Flasche Gin hier zu Hause stehen, auch von der Marke. Und das ist jetzt die Variante Royal mit French Black Currants und Vanille. Was ist Black Currants? Was ist das? Johannisbeeren? Okay, also dieses Wort habe ich noch nie gehört. Auf jeden Fall sind es schwarze Johannisbeeren. Ist auch so lila Farben, seht ihr vielleicht. Also so ein bisschen lila.
Was ist eigentlich meine Gin-Sorte? Warte, ich hole den mal schnell. Ich habe nämlich auch eine von diesen neueren, spezielleren Sorten von der Gin-Marke. Rang Pur. Ich habe mit Limette. Ja, schmeckt. Ich mische mir Gin, also für alle U18-Leute, aber ich glaube, die meisten hier sind U18. Ich mische mir Gin immer super gerne, wie Peter Fox es besingt, mit Pink Grapefruit und Eis. Eis, Pink Grapefruit und Gin. Ist eine gute Kombi, also in Maßen. Na? In Maßen genießen. Okay, auf jeden Fall super cool, das werde ich behalten. Dann habe ich als nächstes noch drin, werde ich auch gleich nochmal probieren. Jetzt habe ich, also ich habe diesen nicht so super leckeren Peanut Butter Dingsbums Geschmack im Mund. Den werden wir jetzt bekämpfen mit Hengstenbergs Cornichons in der Sorte Honig Chili. Also so Gewürzgurken-Cornichons finde ich super. Die haben wir immer zu Hause. Wenn wir so eine Brotzeit essen, kommen die eigentlich immer mit auf den Tisch, weil ich finde, Gurken passen richtig gut zu Brotzeiten. Käsebrot, Salamibrot. Oh. Ja. Der Chili ist nicht gerade dezent. Ui. Es ist scharf. Boah. Ja, also die Zunge brennt ganz schön. An sich lecker, auch durch den Honig. Also man hat auch noch so eine Süße und eben diese Säure, ne, durch den Essig. Und das Knackige von den Gurken. Aber jo, also da ist ordentlich Chili mit im Spiel, würde ich sagen. Ist jetzt für mich nichts, was ich zu Gurken dazu haben muss. Also ich mag gerne auch mal scharf essen, aber das ist für mich jetzt was, was jetzt nicht unbedingt zusammenpasst, finde ich. So, was wir noch drin haben, ist eine Tüte von Maggi und zwar mit der Bio-Champignon-Cremesuppe. Und die werde ich auf jeden Fall mal machen, also... Ich benutze normalerweise keine Fertigtütchen, beziehungsweise ganz, ganz selten mal zu ganz, ganz wenigen Gerichten. Aber ich kaufe mir keine Tütchen und daraufhin baue ich mir das Rezept auf oder sowas. Habe ich früher ganz, ganz häufig verwendet, aber ich vertrage das tatsächlich auch gar nicht so gut, diese ganzen Geschmacksverstärker. So, hier gut, die Bio-Variante hatte ich noch nie probiert. Weiß ich nicht, ob das jetzt deutlich besser ist, vielleicht. Auf jeden Fall so eine Champignon-Cremesuppe. Kann ich gut mal machen. Also das werde ich mal ausprobieren. Gäbe es übrigens noch in einer zweiten Variante. Und zwar als Kürbiscremesuppe. Da bin ich aber mit Champignon ganz zufrieden. Weil eine Kürbiscremesuppe mache ich doch lieber ganz frisch aus richtigen Kürbis. 3,3% Champignons enthält dieses Tütchen. Wow. Dann habe ich hier noch ein Getränk drin, und zwar von Hohes C. Das nennt sich Super Shot Bauchgefühl für deine Verdauung. Und zwar ist da unter anderem drin Apfelbirne, Traube und Fenchel-Minzextrakt, Ballaststoffe, Vitamin C und Calcium. Gäbe es auch noch als Sorte Energie und was die dann drin hätte, kann ich allerdings hier nicht entziffern. Ich bin bei Getränken sehr, sehr eigen. Also für alle, die das noch nicht wussten, ich trinke viele Sachen nicht gerne. Ich glaube, das lasse ich. Das darf Jan probieren, wenn er Lust drauf hat. Ansonsten schenke ich das meiner Schwester. Das wäre jetzt, glaube ich, verschwendet, würde ich das jetzt anbrechen. So, wir waren eben noch bei veganer Schokolade. Es ist hier auch noch eine Tafel vegane Schokolade drin von der Marke Vegans oder Vegans. Lebkuchenzauber ist die Sorte. Ist natürlich super passend jetzt für die Weihnachtszeit.
Aber die lasse ich auf jeden Fall zu. Also ich esse sehr selten Schokolade hier zu Hause, wie ich anfangs erwähnt habe. Ich bin eher so Team das hier. Deswegen werde ich die verschenken. Da freut sich jemand anderes ganz sicher drüber. Und das letzte Produkt ist das Produkt des Monats. Das wird hier nochmal extra dargestellt. Und zwar von der Marke Gitas, wenn ich das richtig ausspreche. Premium Mango Chutney. Medium. Das ist jetzt was, womit ich ehrlich gesagt nichts anfangen kann. Also, ich bin nicht so der Chutney-Mensch. Also wird auch das verschenkt, kann ich leider nicht mehr zu sagen, werde ich nicht probieren. Ist nicht so mein Ding einfach. Ja, dann habe ich euch jetzt alle Sachen gezeigt und ihr wisst, was in der aktuellen Ausgabe der Degusta-Box drin ist. Und dann schauen wir mal im Januar weiter, ne, was dann in der Januar-Box sich verbirgt. Ich finde die Box tatsächlich ganz gut. Also ich habe hier auf jeden Fall drei Sachen, über die ich mich sehr freue. Also auf die ich auch richtig Lust habe, die ich auch mag. Und vier Sachen, die ich auf jeden Fall auch verwenden werde. Also eine sehr, sehr gute Ausbeute für mich persönlich. Das habe ich auch nicht immer bei der Box. Und ein paar Sachen werden aber trotzdem weitergegeben. Wie gesagt, da freuen sich dann andere drüber. Die warten immer schon ganz gespannt auf die nächste Fressbox.